Die Leute sitzen ja schon alle. Ja, ja, die Leute sitzen. Können wir gehen? War das schon eine herrliche Idee, als Billetteur zu den Salzburger Festspielen zu gehen. Ja, Königsidee. Das gibt ja sogar bei den Salzburger Festspielen hier und da sehr interessante Vorstellungen. Dann spricht ihr auch da. Sie schränken ein. Was stört Sie an der Oper? Die Musik. Ich habe da übrigens ein Stück gesehen. Fidelias Hochzeit. Na, das brauche ich nicht. Figaro. Enrico Caruso. So ein weltberühmter Sänger. Kennen Sie den Giovanni? Giovanni? Der größte Liebhaber der Musikgeschichte. Wenn deine Frau nur angeschaut hat, war sie weg. Gott, dass der meine nicht angeschaut. Sie verstehen mich nicht. Hat sie schon ihn gehört? Er gehört schon ihn. Unlängst, wie dieses Unwetter war, wie so gehagelt, geblitzt, getonnert, geschüttet hat, wie die Elemente, wie der Dichter sagt, gefesselt worden, hat sie mich doch klar zum Einkaufen geschickt. Sag ich, du hörst, bei dem Wetter schickt man nicht einmal seinen Hund vor die Tür. Sagt sie, hab ich gesagt, dass du den Hund mitnehmen sollst? Was haben sie denn für einen Hund? Ein Foxel. Foxel? Ja, die gehören die. Die sind so flink. Ja, unserer nicht. Der langsamste, was es gibt, ein sogenannter Slow Fox. Und den zieht ihre Frau ihnen vor. Ja. Sie sagt immer lieber einen Slow Fox als einen Foxtrottel. Ja, ja, aber ich muss auch sagen, er bemüht sich wesentlich mehr um sie als ich. Ja. Inwiefern? Ja, sie kommt nach Haus, er bellt. Schlägt sie ab, wedelt stürmisch mit dem Schwanz. Das kann ich nicht. Sie sollten Ihrer Frau mal den Herrn zeigen. Ja, aber was ich der schon für Herrn gezeigt habe. Aber es nimmt sie mir ja keiner. Nein, nein, da wäre es fast zu weit gewesen. Das war wie die Müllabfuhr da, aber da ist sie schon mit dem Mistgeflügel runtergelassen und schon von Weitem geschrien, bin ich zu spät, bin ich zu spät. Daraufhin haben die gesagt, na, hupfen's ruhig noch hinein. Was für mich das Höchste ist bei den Festspielen. Die Eintrittspreise. Ich kenne ja alle unsere Politiker. Persönlich? Völlig egal, ob ich einen persönlich kenne oder nicht. Ich sehe sofort, ob einer Politiker ist. Das erkenne ich auf den ersten Blick. Woran? Er hat kein Programm. Doppelkonferenz. Sie werden doch wie jeder junge Schauspieler einer großen Persönlichkeit nacheifern. Schon. Nun, wer ist das? Wollen Sie gern zweiter Oskar Werner werden? Nein. Zweiter Fritz Molia? Nein. Wer denn wollen Sie werden? Naja, also gut, wenn ich schon sagen darf. Einer wie Sie. Warum gerade wie ich? Ich bin nicht ehrgeizig. Geschmuggelt haben, weiß ich nicht. Die Berufung zum Theater, die muss man doch in sich fühlen. Flieht, Gott, flieht! Alles ist verloren! Um beim Theater die nötige Reife zu erlangen, muss man einen großen Schmerz in sich fühlen. Den großen Schmerz habe ich. Ich habe zu enge Schuhe. Den seelischen Schmerz habe ich auch. Ich habe eine Frau. Die Ader schief, die Schwester vom Mond. Ist sie schön? Das weiß ich nicht. Mir gefällt sie nicht. Er weiß es, ja. Sie schielt. Aber sie wird eines Tages ein Geschäft erben. Und ich habe mir gedacht, für eine Geschäftsfrau ist es nicht schlecht, wenn sie ihre Augen überall hat. Nietzsche zum Beispiel, der gesagt hat, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Was? Das hat der gesagt? Das hätte ich dem gar nicht angesehen. Wem hättest du was nicht angesehen? Ja, dem Nietzsche. Ich habe mir doch letztens einen Anzug von ihm machen lassen. Aber wenn ich wusste, dass das so ein Sadist ist, wäre ich zu einem anderen Schneider gegangen. Nietzsche ist doch kein Schneider, der Nietzsche ist Philosoph. Wieso hat er mir dann einen Anzug gemacht? Hat er doch überhaupt gar keinen Anzug gemacht. Doch, ich bin dir doch heute noch schuldig. Ist doch nicht der Nietzsche, der ist doch schon tot. Nein! Letzte Woche hat er noch Masern mir genommen. Weine nicht. Deine ist der Freude, wie das selber gekreuzt. Deine Autonomie. Anatomie. Die gehen
Den See? Nein. Na, die Anna. Und wie heißt jetzt der Familienname? Tommy. Anatomie ist der Körperbau. Autonomie ist die Selbstverwaltung. Ja, da verwechseln Sie was. Autonomie ist, was man einer ganz verrückt ist, nach Auto. Dann hat er eine Automanie. Ja, das ist was Türkisches. Wie bitte? Zu einem Türken sagt man Ottomane. Ein Türke? Er ist ein Ottomane. Jeder falsche Ottomane ist was zum Sitzen. Das ist eine Ottomane. Man kann auch Sofa sagen. Kann man nicht. Sofa ist die Hauptstadt von Bulgarien. Das ist Sofia. Sofia heißt meine Tante in Eisenstuhl. Das ist die Sophie. Sophie ist eine englische Entschuldigung. Wie bitte? Na ja, wenn in Englisch jemand entschuldigt, sagt er, I am Sophie. I am sorry. Das ist lame. Ich weiß, wir wollen uns doch nichts erklären, aber einen Englischkurs gemacht. Sie haben Englisch gut. Also gut. Was heißt auf Englisch guten Tag? Das weiß ich nicht. Das war ein Abendkurs. Ja, er sagt immer Schneck zu ihr. Wieso Schneck? Ja, weil es ein Haus mit in die Ehe bringt. Apropos Haus. Ist denn Ihre Schwester schon unter dem Haus? Also aber so gut wie. Aber geil. Ja, sie wird demnächst in den Hafen der Ehe einfahren. Ja, höchste Zeit. Ach, Rundfahrt hat die genug hinter Sie fangen sich mal nicht so auf zu flüstern, ja? Zu mir kommt nämlich nächste Woche die Frau Finanzministerin. Nimmt bei mir Schwimmunterricht. Natürlich, weil ihr das Wasser bis zum Hals steht. Wissen Sie, was mich an diesem Lokal immer wieder überrascht? Wie schwach der Kaffee ist. Aber Sie bestellen doch immer extra einen schwachen. Schwach wäre ja gut. Der wäre sehr hilflos. Schauen Sie sich das an. Eine bohnenlose Gemeinheit. Das Nussgipfel? Nicht zu fressen, steinhart. Tauschen Sie es um gegen einen Mohnbeutel. Sie ist doch schon angebissen. Wir haben auch angebissen den Mohnbeutel. Nehmen wir an, Sie wollen Ihrer Schwiegermutter eine Flasche Rheinwein schenken. Können sich aber den Namen Rheinwein nicht merken. Was werden Sie tun? Schenke ich Ihnen Kuppelskirchner? Nein! Sie werden an schmutziges Wasser denken. Das ist ja schmutziges Wasser. Bei schmutzig fällt Ihnen Rhein ein und bei Wasser Wein. Schmutzig, Rhein, Wasser. Stimmt! Also, was werden Sie der Schwiegermutter schenken? Schmutziges Wasser! Nein! Nein! Rheinwein! Nein! Defkojen! Ich hab schon wieder einen Knopf abgerissen. Hört auf mit den blöden Knöpfen, die kann man ja nachher wieder annehmen. Man muss sie gar nicht abreißen. So. Was fällt dir denn ein, wenn es an die alte Gans denkt? Meine Schwiegermutter! Ich hab Geburtstag! Seit Jahren, meine Liebe, seit Jahren. Und mich kaum noch erinnern, wie Sie ausschauen. Habe ich mich so verändert? Ja. Zu meinem Vorteil? Sie können sich nur zu Ihrem Vorteil. Sehr witzig. Dafür gefällt mir Ihr Hut ausgezeichnet. Nicht wahr? Er macht mich so jugendlich. Mein Gott, er tut, was er kann. Und mein Schöber zum Beispiel, wenn ich mir was Neues kaufen will, dann spielt er gleich alle Farben. Wie ein Aquarium. Chamäleon. Schimpf es nicht auf meinen Mann, das ist meine Sache. Ja. Ja, das hat er mir erzählt. Was? Dass das Schimpfen ihre Sache ist. Sie kämpfen ja fortwährend. Das ist eine Verleumdung. Wir harmonisieren ausgezeichnet miteinander. Ihr Mann ist der anderer Meinung. Er meint, dass Sie nicht zu ihm passen. Mein Mann ist ein Trottel. Ich passe sehr gut zu ihm. Was das Theater betrifft, bin ich immer auf dem Laufenden. Sie gehen zu Fuß hin. So. Ja, wenn Sie sagen, auf dem Laufen? Informiert sein muss man, meine ich. Geh ins Theater, um mitreden zu können.
Stört das nicht die Vorstellung? Wenn ich meine Geflügelhandlung nicht betreiben möchte, ich wüsste überhaupt nicht, wie wir auskommen können. Ja, Sie haben wenigstens das. Wie läuft denn das Geschäft? Fragen's nicht. Fragen Sie nicht, die Leute kommen rein, greifen die Gänse an und dann gehen sie wieder, ohne eine zu nehmen. Ja, wen erzählen Sie das? Ich bin ja Mutter von zwei heiratsfähigen Töchtern. Was ist er denn? Ein hoher Beamter im Katasteramt. Katasterrat. Was ist er? Katasterrat. Man will mir nämlich die restlichen Schönheitsfehler aus meinem Gesicht entfernen. Wollen Sie sich enthaufen? Sie sind so begriffsstutzig wie Ihr Mann, ja, der Herr Schöber. Aber tun Sie doch nicht auf, Herr Sie können mir doch das Wasser nicht lassen! Sie